Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis: Es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, das wird ein inspirierender Monat für euch mit anregenden Begegnungen und gutem Austausch. Die Liebe findet ihr beim Lernen oder auf Reisen. Für Festliierte kann es überraschende Planänderungen geben. Lasst euch ruhig drauf ein, es wird euch wahrscheinlich gefallen. Zum Erlebnishintergrund. Es wirken also drei Aspekte ziemlich gleichzeitig auf euch ein, nämlich zum einen ein schöner Aspekt, sogenannte Trigon hier von Glücksplanet Jupiter, dann ein ebenfalls günstiger Aspekt von Uranus, was euer Herrscher ist, und dann schließlich noch der günstige Aspekt hier von Saturn. Die stehen alle recht gut zur Wassermannsonne, und Jupiter und Uranus, das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 6. bis 14. Februar, und deswegen habe ich eben davon gesprochen, dass es so inspirierend wird, so anregend. Denn diese beiden Planeten in Kombination, die bringen eine positive Aufregung rein und die zeigen eben, dass sehr viel frischer Wind in eure Begegnungen und Beziehungen kommt. Und das Sextil zu Saturn, das merken besonders diejenigen, die vom 13. bis 18. Februar Geburtstag haben. Das ist eine angenehm stabilisierende Energie. Kann auch heißen, weil er bei euch im Haus der Freundschaft steht, dass es wichtig ist, sich auch um bestehende Freundschaften zu kümmern, also um die alten Freunde und nicht nur den aufregenden neuen Begegnungen zu folgen, ne? Weil eben auch die alten Freunde, die euch schon lange kennen, Saturn, ne? Es ist ja immer so längere Zeit bestehende Beziehungen und die vielleicht auch gelegentlich mal eure Schwächen kritisiert haben schon, Saturn eben, ne? Ist ja auch ein bisschen kritisch, die sind aber für euch da und unterstützen euch, falls ihr das brauchen solltet. Genau, wie gesagt, und das merken diesen Monat diejenigen, die vom 13. bis 18. Februar Geburtstag haben. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Also der Neumond bzw. die Sonnenfinsternis vom 26. Februar gibt ja so ein bisschen das Thema vor für die nächsten 4 Wochen. Und dieser Neumond fand jetzt bei euch im Geldhaus statt. Zweites Haus für den Wassermann. Und das ist interessant, denn ihr habt da ja schon lange den Neptun stehen. Und das bedeutet, dass man manchmal so ein bisschen eine sehr lässige Haltung mit dem Geld hat. Das kann auch ganz gesund sein, so ein gesunder Fluss, dass man irgendwie das Bewusstsein hat, mir wird gegeben, wenn ich es brauche und so weiter. Das ist natürlich dann gut, ist auch eine spirituelle Haltung, aber manchmal heißt es auch konkret, dass man ein bisschen besser rechnen muss und dass man nicht alles nur so laufen lassen sollte. Und da ist vielleicht dieser Neumond wichtig für euch, dass ihr darüber mal nachdenkt. Der betont die ganze Achse der Werte und da geht es vielleicht auch darum, dass ihr eventuell etwas opfern sollt zugunsten der Partnerschaft. Also diejenigen von euch, die in fester Partnerschaft sind, die wollen vielleicht mit dem Partner zusammen irgendwas sich anschaffen, was Wichtiges und Wertvolles, und müssen dafür vielleicht von etwas anderem loslassen. Also das wäre jetzt die Deutung des zweiten Hauses, was eben auch für die Wassermann-Aszendenten wichtig ist. Und natürlich ist es auch eine gute Zeit, dann im März jetzt über euer Selbstwertgefühl nachzudenken und darüber, was euch wichtig ist und was ihr braucht, damit ihr euch wertvoll fühlt. Und es scheint wohl für einige Wassermanngeborene so zu sein, dass das eben auch aus der Partnerschaft, aus der festen Partnerschaft kommt, dass es wichtig ist, dass ihr euch mit eurem festen Partner da arrangiert und diese Pläne, die ihr dann da habt, vielleicht verwirklicht. Und ihr werdet sehen, dass ihr euch dann wahrscheinlich auch selber gut dabei fühlt. Genau. Dann habt ihr gleich am 1. März einen Top-Tag. Da steht der Mond günstig im schönen Aspekt zu euch und aktiviert hier nochmal diese ganze Konstellation mit Venus und Mars. Der Mond steht auch dann für euch im dritten Haus. Das ist so eine Konstellation, wo man halt im Mittelpunkt steht, weil man so interessant ist, ne? Das dritte Haus, da könnt ihr gut erzählen. Wenn ihr irgendwie was dazulernt, seien es Sprachen, sei es irgendwelche Kurse, die bei euch in der Nähe stattfinden, könnt ihr da eben auch nette Leute kennenlernen und ihr werdet halt sehr gefragt sein. Eure Meinung ist gefragt und ihr habt super gute Ideen
Und darüber könnt ihr natürlich auch gut ins Flirten kommen. Also das trifft jetzt nicht nur auf den 1.3. zu, das ist generell diesen Monat für euch gegeben, aber am 3. ist es halt besonders stark betont. Genau, dann startet der Mond ja überhaupt auch mit Venus und Mars im Widder, was die zu euch gut stehen zur Wassermannsonne. Also es ist eine sehr, sehr prickelnde Energie. Und wie gesagt, Sonne steht im 2. Haus, im Geldhaus. Na, das sind jetzt so die Ausgangspositionen für euch. Am 4.3. wird ja dann die Venus rückläufig. Wie gesagt, auch bei euch im 3. Haus. Vielleicht, die Rückläufigkeit kann heißen, vielleicht ändert ihr euch da auch nochmal eure Meinung oder habt plötzlich ganz neue Ideen und mischt alle dann nochmal auf damit. Auf jeden Fall bedeutet das, dass die Venus in diesem Bereich sehr lange für euch bleiben wird und sehr lange eben diese Energie gegeben ist, dass einfach dadurch, dass ihr so schlau seid und die anderen so schön inspirieren könnt und eine gute und interessante Meinung habt, dass ihr dadurch auch ganz toll ins Flirten kommen könnt. Und wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht vor lauter Fans vielleicht aus Versehen ein bisschen flirtet und der Partner findet das dann aber gar nicht so gut. Aber ihr habt halt auch echt so eine schöne Energie im Moment. Also man kann euch nicht so wirklich böse sein. Insofern dürft ihr euch auch das eine oder andere leisten. Also ich glaube nicht, dass ihr so ins Fettnäpfchen treten werdet, ne? Sondern ihr werdet das schon hinkriegen. Und dann habt ihr eben auch diesen Charme und seid witzig. Das kommt immer gut. So, am 9. ist dann wieder ein Top-Tag. Ach so, dieses, genau, wollte ich noch dazu sagen. Die Venus, der Aspekt der Venus ist dann für die erste Dekade bis zum 16., nein, für die zweite Dekade bis zum 16. März exakt und dann bis zum Ende des Monats für die erste Dekade des Wassermannzeichens. Genau, dann habt ihr einen Top-Tag am 9.3. Da steht der Mond im Löwen, sowieso immer eine gute Konstellation, steht ja dann für euch vom Sonnenhaus her im Partnerhaus. Aktiviert Partnerschaftsaktivitäten, macht ein schönen Aspekt hier zu der Venus, die wieder gut zu euch steht. Also da ist rundum eine angenehme, prickelnde Liebesenergie liegt da in der Luft. Toll zum Flirten. Falls ihr einen festen Partner habt, vielleicht auch eine gute Idee, den mal mit irgendwas Schönem zu überraschen. Genau. Dann die nächste wichtige Konstellation. Ah ja, das ist für euch sehr wichtig. Der Mars geht ja dann am 10. ins Zeichen Stier und damit in eine Spannung zur Wassermannsonne. Und das bedeutet, solange der Mars da steht, seid ihr möglicherweise etwas reizbarer als sonst. Das ist wirklich ganz wichtig. Das sollte man beachten. Und er steht dann für euch im 4. Sonnenhaus. Und da können dann Konflikte in der Familie eventuell mal auf den Tisch kommen. Wassermänner sind ja eigentlich immer sehr freundlich und freundschaftlich und oftmals gar nicht gewillt, Konflikte auszutragen. Aber jetzt mit dieser Marsspannung kann es eher sein, dass das dann wirklich auch mal auf den Tisch kommt. Und bis zum 24. März spüren diesen Aspekt besonders die Geborenen der ersten Dekade und danach und bis Ende des Monats geht der Mars dann bis zur Mitte zweiter Dekade. Also wenn ihr da dazugehört, passt ein bisschen auf, denn das macht euch tendenziell reizbar, kann auch anzeigen, dass vielleicht Entwicklungen in der Familie euch nerven oder euch fordern. Na, Mars ist ja auch immer so ein fordernder Aspekt. Also das ist auf jeden Fall dann nicht mehr so eine angenehme, bequeme Energie, sondern eben eine, die so ein bisschen euch herausfordert. Genau. Nächste wichtige Konstellation ist der Vollmond. Am 12. Und da könntet ihr vielleicht einen Aufschluss darüber bekommen, wie sich die gemeinsamen Werte, die ihr in der Beziehung habt, also das, was ihr gemeinsam habt oder vielleicht erwerben wollt oder auch innere Werte, wie sich das wiederum auf euer Selbstwertgefühl auswirkt. Und auch für Wassermänner, die jetzt nicht in einer festen Beziehung sind, lohnt es sich einfach über dieses Thema mal nachzudenken, ne? Wie wichtig sind mir Beziehungen? Was brauche ich für mein Selbstwertgefühl? Und dann gibt es wieder einen Top-Tag. Ach nein, der ist vor den. Oh, habe ich falsch rum reingeschrieben. Der Top-Tag ist am 11., also einen Tag vor dem Vollmond. Und zwar für Festliierte, für Wassermanngeborene, die festliiert sind und Familie haben, weil dann nämlich der Mond so ein bisschen diese Marsspannung ausgleicht. Das bedeutet, dass ihr dann vielleicht schon bereits einen eventuellen Konflikt lösen könnt oder vernünftig drüber reden. Mond in der Jungfrau ist ja vernünftig.
Müsst ihr mal schauen, ne? Oder dass euch vielleicht der feste Partner auch dann zur Seite steht, um dieses Problem in Angriff zu nehmen. Insofern ist der Samstag also gut, vor allen Dingen für Wassermann, für festliierte Wassermanngeborene. Dann, wie gesagt, der Vollmond. Und am 13. geht dann der Merkur in einen guten Aspekt zu euch. Dann beginnt eine Zeit für den Rest des Monats, wo ihr wiederum gepusht werdet, darin euch auszutauschen und euren Esprit unter Beweis zu stellen und auch toll zum Flirten dann bis zum Rest des Monats. Ein Top-Tag ist dann wieder der 14. Super Mond in der Waage. Ist immer gut für alle, sage ich ja immer. Und dann wieder für euch auch super schön. Da ist durchaus auch eine ziemlich prickelnde Spannung in der Luft. Also auch nochmal top zum Flirten und um Leute kennenzulernen. Übrigens auch Internetbekanntschaften. Ne? Kann ich nicht oft genug sagen. Viele sind am Stöhnen und sagen, oh, das nervt so. Aber es ist wirklich auch ein legitimer Weg, um jemanden kennenzulernen, der oft auch funktioniert. Klar, viele funktionieren nicht für, aber es funktioniert eben auch oft. Und man muss vielleicht auch die richtige Plattform finden, die zu einem passt. Ne? Für manche geht es erstmal nur zum Freunde finden oder andere steigen gleich mit dem Erotikportal ein. Da könntet ihr auch mal experimentieren, weil das steht einfach gut für euch, auch langfristig. Weil Uranus ist auch der Planet des Internets und der steht jetzt bei euch im Haus des Austausches. Sollte ein guter Weg sein, um übers Internet jemanden kennenzulernen. Und ich kenne auch einen Wassermann geboren, dem das gelungen ist. Und von daher, ne, traut euch ruhig. Das ist zwar manchmal ein bisschen doof, aber es kann auch Spaß bringen und es kann auch tatsächlich die Liebe bringen. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, am 14. Dann passend dazu wäre auch ein super Tag zum Flirten und für Liebesgeflüster, für schöne Messages, Tinder und was es da so alles gibt, wäre der 18. Da haben wir hier den Merkur, also den Quasselplaneten, ne, und Venus als Liebesplaneten, die treffen sich da und das bei euch in einer super Position zu euch, zur Wassermannsonne. Also top, sehr gut für euch. Und dann geht die Sonne am 18., nee, am 20. geht dann die Sonne ins Zeichen Widder und damit auch wieder in einen guten Aspekt zur Wassermannsonne. Also da geht es direkt dann mit einem guten Aspekt weiter für euch. Belebend und diese ganze Energie, die ich schon erwähnt habe, dass ihr so toll inspiriert, ist dann nochmal verstärkt und vitalisiert. So, die kritische Phase, die am 24. beginnt, ist für euch weniger kritisch, weil diese Planeten eben zu euch entweder günstig stehen oder nicht so störend. Aber es ist eben super, weil ihr vielleicht vermitteln könnt. Ihr habt gute Ideen, ihr könnt durch Witzchen und Esprit Situationen entschärfen. Wenn ihr also da seht, dass ihr da vielleicht eingreifen könnt auf eine positive Art und Weise, haltet euch nicht zurück, sondern seht zu, dass ihr vielleicht helft, dass ihr freundschaftlich auch helft. Kann ja auch sein, dass es Freunde gibt, die da jetzt mittendrin sind in irgendeinem Konflikt und wo ihr dann denen vielleicht zur Seite stehen könnt. Insofern, ne, insofern, ihr steuert da gute Ideen bei und seid selber nicht so sehr davon betroffen. Ausnahme ist natürlich, wenn ihr jetzt als Wassermann viele Planeten zum Beispiel im Steinbock habt, dann kann es eben auch sein, dass ihr den Pluto deutlich merkt, solche Geschichten, ne? Aber dazu müsste man dann mal eine persönliche Beratung vereinbaren. Genau. Und der Neumond am 28. Der spielt sich dann auch wieder für euch im dritten Haus ab. Also dann nochmal, gibt dann nochmal das Thema vor für den ganzen nächsten Monat. Inspiration sein für andere, Selbstmarketing. Ihr habt eine gute Selbstdarstellung, ist übrigens auch eine super Konstellation, um vielleicht einen neuen Job zu finden, wenn ihr jemanden sucht. Also da könnt ihr euch richtig im besten Licht präsentieren. Kriegt alle Infos, die ihr braucht, könnt selber weitervermitteln. Vielleicht seid ihr eben auch diejenigen, die mal andere verkuppeln. Da könnt ihr jetzt selber mal Amor spielen, der die Pfeile rumschießt. Das wäre eine tolle Konstellation da für euch. Und denkt dann mal in den folgenden 4 Wochen eben auch drüber nach, was ihr lernen wollt, mit wem ihr euch austauschen wollt, wo ihr euch einbringen wollt, um vielleicht andere zu inspirieren. Das steht da alles sehr, sehr schön. Und außerdem ist es auch eine Konstellation, die sagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Denn das dritte Haus ist auch so der Bereich der direkten Umgebung, Alltag, Einkauf. Also vielleicht nicht nur immer aufs Handy gucken, sondern wirklich auch mal die Augen offen halten, wenn ihr euch verlieben wollt. Das kann direkt in der Nachbarschaft passieren. Genau. Und dann am 31.
habe ich ja auch geschrieben. Austausch, Internetbekanntschaften, Selbstmarketing. Genau, das sind dann die Themen. Dann habt ihr noch mal einen Top-Tag am 24. Da, wo viele andere in der Krise sind, ist eben für euch super, weil dann der Mond im Wassermann das betont. Und ihr seht schon, diese blauen Linien zeigen, die Entspannung läuft über euch, über das Wassermannzeichen. Also ihr könnt da echt zur Entspannung beitragen. Genau, und am 31., dann am 28. der Neumond, haben wir ja gerade besprochen, und am 31. dann der Eintritt von Merkur dann auch ins Haus der Familie. Also vielleicht können dann auch Konflikte aufkommen, aber man kann dann eben auch drüber reden. Über die Geschichte mit Mars erzähle ich euch dann im April noch ein bisschen mehr, weil da kommen dann noch wieder ein paar Aspekte, die für euch wichtig werden. Aber soweit jetzt erstmal für den März. Genau. Und jetzt die Verlosung. Ich möchte auch diesen Monat wieder eine 15-Minuten-Beratung verlosen. Gerne auch mit dem zweiten Horoskop und einem Partnervergleich. Für alle diejenigen, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Kommentar dalassen. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann noch den Hinweis, dass ich diesen Monat am 11. und 12. ein Webinar habe. Ein ausführliches, tiefgehendes Webinar als Teil meiner Astrologieausbildung über Synastrie und Kombinhoroskop, also Partnerschaftshoroskope, ist was für Fortgeschrittene, aber wenn ihr schon Bescheid wisst, könnt ihr euch da eventuell noch einklinken. Weitere Infos findet ihr über meine Webseite. Ach ja, genau, und der Gewinner der Verlosung wird dann in der kosmischen Schwingung im April bekannt gegeben. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.